Es war wohl die verrückteste Geburtstagsfeier, die Dresden in diesem Jahr erlebt hat. Und gleichzeitig auch eine verbotene. Über das Internet verabredeten sich für Samstag mehr als 3000 Menschen, um den 18. Geburtstag einer Lisa zu feiern, ohne sie überhaupt zu kennen. Die Polizei reagierte und sperrte den Ort des Geschehens weiträumig ab. Das schreckte die Gäste der sogenannten Facebook-Party jedoch kaum ab, sodass die Feier letztendlich woanders stattfand. Auf der Forststraße versammelten sich etwa 300 Jugendliche, um gegen 0 Uhr ein Geburtstagsständchen zu singen. Als die Polizei eingreift, scheint die Situation kurz außer Kontrolle. Mülltonnen brennen und Feuerwerkskörper werden gezündet. Wenige Minuten später ist die Neustadt jedoch geräumt und die Party hat sich aufgelöst. Geburtstagskind Lisa gibt es übrigens nicht wirklich.